Mathematik lebt von Klassifikationen, dem Erkennen von Mustern und Strukturen, dem Beurteilen und Analysieren von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, generell dem Aufstellen von Taxonomien, und genau darum wird es jetzt gehen. Wir haben im Vorfeld schon gesehen, dass wir geometrische Abbildungen aufteilen können in solche, die involutorisch sind, und solche, die es nicht sind. Von den Abbildungen, die wir bisher angeschaut haben, sind nur die Achsenspiegelung und die Punktspiegelung, also die Drehung um 180 Grad, involutorisch. Alle anderen sind nicht involutorisch. Aus mathematischer Sicht kann es jetzt besonders von Interesse sein, noch weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede von solchen Abbildungen festzuhalten. Und ein wichtiges Merkmal ist das Untersuchen von Invarianten. Mit Invarianten sind Eigenschaften und Größen gemeint, die durch die Anwendung einer Abbildung nicht verändert werden. Im Falle der Achsenspiegelung haben wir bereits einige wichtige herausgearbeitet. Geraden werden wieder auf Geraden abgebildet, Strecken werden auf dazu gleich lange Strecken abgebildet. Die Achsenspiegelung ist damit eine längen- und geradentreue Abbildung. Und daraus ergeben sich gleich mehrere Folgerungen. So sind auch Winkelinvarianten der Achsenspiegelung. Die Winkelgrößen ändern sich also nicht. Kreise werden wieder auf Kreise abgebildet, und zwar exakt gleich große Kreise, da der Radius aufgrund der Längentreue sich nicht ändert. Flächeninhalte bleiben erhalten, und es gibt noch eine ganze Reihe an weiterer Größen, die sich als mögliche Invarianten hier ergeben würden. Sie dürfen mal selber eine solche Liste an möglicher Invarianten erstellen. Zu jeder Abbildung können wir die Frage stellen, ob die Länge erhalten bleibt, ob die Fläche erhalten bleibt, ob die Winkelgröße erhalten bleibt. Wir können zudem fragen, ob Seiten- und Längenverhältnisse erhalten bleiben, ob Parallelität erhalten bleibt, ob Teilverhältnisse erhalten bleiben und auch, ob Geraden nach wie vor auf Geraden abgebildet werden. Wir können nun geometrische Abbildungen im Sinne eines Ordnungsschemas danach sortieren, welche dieser Invarianten sie besitzen und welche nicht. Besitzt eine geometrische Abbildung alle diese Invarianten, sprechen wir von einer sogenannten Kongruenzabbildung oder Deckabbildung, da die Bildfigur stets deckungsgleich mit der Originalfigur ist. Die von uns bisher betrachteten Abbildungen, Spiegelungen, Verschiebungen und Drehungen, sind solche Kongruenzabbildungen. Es gibt jetzt aber auch Abbildungen, die weniger Invarianten aufweisen, so zum Beispiel die zentrische Streckung. Dort bleibt zwar Parallelität erhalten, Winkel, Längen und Teilverhältnisse, auch ist diese Abbildung geradentreu. Die zentrische Streckung ist aber nicht längen- und damit auch nicht flächentreu. Geometrische Abbildungen, die all diese hier von mir in grün eingezeichneten Eigenschaften erfüllen, nennen wir Ähnlichkeitsabbildungen. Insbesondere ist damit auch jede Kongruenzabbildung eine Ähnlichkeitsabbildung, die einfach noch zusätzliche Eigenschaften erhält. Verzichten wir jetzt zusätzlich noch auf die Winkel- und Seiten- bzw. Längenverhältnistreue, dann erhalten wir sogenannte affine Abbildungen, bei denen nur die Geradentreue erhalten bleibt, die Teilverhältnistreue sowie die Parallelität. Beispiele hierfür sind die Schrägspiegelung oder die Scherung. Besonders am Beispiel der Scherung wird deutlich, was der Unterschied zwischen Teil- und Längenverhältnis ist. Sie sehen hier, dass der Punkt M und M' die Strecke AC und BD bzw. A', C' und B', D' jeweils im selben Verhältnis, nämlich 1 zu 1 teilt, jedoch die Längenverhältnisse AB zu CD bzw. A'B' zu B'C' sind nicht identisch. Diese Invarianten dienen jetzt also als Ordnungsprinzip und können als Inklusionskette verstanden werden. Alle Abbildungen, bei denen eine Paralleltreue und eine Teilverhältnistreue vorliegt, nennen wir affine Abbildungen.
Dazu gehören neben der Schrägspiegelung und der Scherung insbesondere auch die zentrische Streckung oder die Drehung. Diese haben einfach noch zusätzliche weitere Invarianten. Liegt zusätzlich zu der Parallelitätstreue und der Teilverhältnistreue auch noch die Winkeltreue und die Längenverhältnistreue vor, dann sprechen wir von sogenannten Ähnlichkeitsabbildungen. Ein Spezialfall der Ähnlichkeitsabbildung ist dann eine Kongruenzabbildung, bei der zusätzlich auch noch die Längentreue vorliegt. Ähnliches kennen Sie bereits aus dem Aufbau des Zahlensystems, wo wir auch eine inklusive Hierarchie von natürlichen Zahlen, ganzen Zahlen, rationalen Zahlen und reellen Zahlen haben. Diesem Aufbau werden wir uns in der Vorlesung Zahl und Variable widmen. Diese Auflistung, die Sie hier sehen, ist nicht abschließend. Es gibt auch Abbildungen, bei denen die Parallelität und das Teilverhältnis nicht erhalten bleibt, bei denen Geraden nicht auf Geraden abgebildet wird. Ein Beispiel einer solchen nicht affinen Abbildung werden wir am Ende vom Semester noch kennenlernen. In der Sekundarstufe 1 sind vor allem die Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen von Relevanz. In Einzelfällen, ohne dabei ins Detail zu gehen, werden aber auch Scherungen und Schrägspiegelungen auftauchen, insbesondere als Abgrenzung zu den anderen beiden Abbildungsklassen. Mit Blick auf Invarianten ergeben sich nun für jede Abbildung auch sogenannte Fixpunkte und Fixobjekte. Bei denen sind nicht nur Streckenlängen, Flächen und Winkel erhalten, sondern sie haben sich auch in der Lage nicht verändert. Die Definition dürfen Sie sich einmal kurz selbst durchlesen. Außer bei der Identität ist das damit eine Eigenschaft, die nicht für alle Punkte in der Ebene gilt, sondern nur für ausgewählte. Und das bringt uns zurück zu dem Beginn des Kapitels. Figuren und Objekte sind genau dann symmetrisch, wenn sie Fixobjekte einer Kongruenzabbildung sind. Die Beziehung zwischen Symmetrie und Abbildung wird damit mit Blick auf Fixobjekte in zwei mathematischen Tätigkeiten sichtbar. Wenn ich Symmetrieeigenschaften einer Figur F untersuche, ist meine Aufgabe, alle Abbildungen zu finden, bei denen diese Figur als Fixobjekt erscheint. Wenn ich umgekehrt mich auf die Suche aller Fixobjekte bezüglich einer bestimmten Abbildung Sigma mache, dann ist meine Aufgabe, alle Figuren zu finden, die unter dieser Abbildung symmetrisch erscheinen. Und zum Abschluss machen wir uns jetzt nochmal gemeinsam auf die Suche nach solchen Fixobjekten, und zwar für die Achsenspiegelung. Überlegen Sie mal kurz selbst, was sind die Fixpunkte der Achsenspiegelung, was sind Fixgeraden der Achsenspiegelung, was sind denn Fixkreise? Sie sollten zu folgender Erkenntnis gelangt sein. Alle Punkte auf der Spiegelachse sind Fixpunkte, da sie durch die Abbildungsvorschrift auf sich selbst abgebildet werden. Damit ist die Spiegelachse insbesondere selbst eine Fixgerade. Zusätzlich sind alle Geraden, die senkrecht zu dieser Spiegelachse stehen, ebenfalls Fixgeraden. Und jetzt dürfen Sie noch ein wenig weiter erkunden. Gibt es noch weitere Fixobjekte wie Fixdreiecke oder Fixquadrate oder Fixvierecke bei der Achsenspiegelung? Und wie sieht es eigentlich bei Fixobjekten, bei der Drehung und der Verschiebung aus? Dazu habe ich Ihnen insbesondere immer auch ein paar GeoGebra-Applets bereitgestellt, mit Hilfe derer Sie das erkunden können. Wenn Sie das gemacht haben, habe ich noch eine kleine abschließende Frage zur Reflexion. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Fixpunktgerade und einer Fixgerade?